Aus der Reihe, Jöran, kannst du mal was Praktisches sagen bzw. schreiben? Ja, sehr gerne. Hier kommen 10 Tipps plus 2 Ergänzungen für guten Schreibstil. Das ist eine Liste, die ist schon älter. Ich habe sie bestimmt irgendwoher zusammenkopiert. Nichts davon habe ich erfunden. Den letzten Punkt finde ich ein bisschen interessant und würde mich dafür interessieren, ob das andere Leute überhaupt verstehen, was ich da meine und vielleicht auch kennen oder bessere Lösungen als ich haben. Die 10 Punkte sind erstmal relativ einfach, banal und funktionieren. Erstens, wenn du die Wahl hast, ob du einen Punkt oder ein Komma setzt, nimm den Punkt. Zweitens, wenn du ein Adjektiv weglassen kannst, lasse das Adjektiv weg. Drittens, Substantivierungen sind blöd. Wenn du stattdessen ein Verb nutzen kannst, das du nicht substantivierst, dann mach das. Viertens, wenn du die Wahl hast, ein Passiv in ein Aktiv umzuwandeln, nimm die Aktivform. Fünftens, wenn du irgendwo umbaust und nicht weiterkommst, dann baue das nicht weiter aus, sondern versuche, was zu kürzen oder was rauszulassen. Fällt mir sehr schwer, funktioniert aber inhaltlich gut, wenn es klappt. Lass alle Floskeln weg, alle Füllwörter, Phrasen, Allgemeinplätze etc. Auch einfacher gesagt als getan. Funktioniert auch besser, wenn man am Ende so einen Text fertig hat und nochmal tatsächlich durchstreicht, was alles raus kann. Genauso Nummer 7, streiche alle Relativierungen raus. Also sowas wie fast, eher, ziemlich etc. kann man fortsetzen, diese Liste etc. gehört auch dazu. Kann man in der Regel einfach streichen. Nutze ein Konjunktiv nur, wenn du ein Konjunktiv meinst. Insbesondere in Verbindung mit sollen. Neuntens, wenn sich dein Text anhört, als würdest du den Sachbericht für eine, weiß ich nicht, finanzielle Förderung schreiben, dann ist dein Text schlecht. Zehntens, Bullshit-Detektor, den mag ich gerne und ärgere mich, wenn ich es bei mir selber finde und freue mich, wenn ich es bei anderen finde manchmal. Schaue, ob der Text, also ein Satz, ob du das Gegenteil von dem sagen könntest und ob es Sinn ergibt. Und wenn nicht, dann ist dein Satz wahrscheinlich Bullshit. Beispielsweise Texte von mir, wenn ich schreibe, wir treten für eine bessere Bildung ein. Kann man sagen, niemand würde sagen, er würde für schlechtere Bildung eintreten. Insofern ist es im Allgemeinen, niemand hat was davon. Es hat keine inhaltliche Aussage, an der man tatsächlich dann irgendwas lernen oder sich streiten könnte. Das waren die 10 Punkte. Die habe ich aufgeschrieben, ich glaube, so in dieser Form mal 2011 für pb21.de. Ein Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung, von dem ich neulich gesehen habe, dass es immer noch im Netz ist. Es ist teilweise natürlich veraltet, aber ich finde immer noch ein sehr schönes Projekt. Der Nachfolger bzw. die Nachfolgerin für mich ist für aktuelle Sachen e-bildungslabor.de von Nele. Aber das wollte ich jetzt in diesem Video gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass ich noch nachträglich einen 11. Tipp gelernt habe von der von mir sehr geschätzten Maria Christina Nimmerfroh, die damals, glaube ich, auch für pb21 geschrieben hat und ein sehr toller Schreibcoach übrigens ist. Maria Christina hat mal gesagt, prüfe am Ende mit einem Text, ob du ihn jemandem vorlesen kannst. Und wenn das nicht gut funktioniert, ist es meistens auch kein guter Text. Ist nicht ganz intuitiv, aber tatsächlich auch richtig. Jetzt der letzte, 12. Punkt. Da würde mich, wie gesagt, interessieren, ob ihr überhaupt versteht, was ich meine. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn das bei mir funktioniert. Ich mache einen Text fertig und am Ende tausche ich Anfang und Ende aus. Und zwar nicht, weil die sich so gut austauschen lassen, sondern es sind zwei einzelne Handlungen, das Ende an den Anfang setzen und den Anfang ans Ende. Das sind bei mir zwei unterschiedliche Punkte. Das eine ist, ich glaube oft noch, dass ich mich rechtfertigen muss, dass ich einen Text schreibe. Das heißt, ich schreibe am Anfang eines Textes eine Herleitung, eine Legitimation quasi. Woher kommt dieser Text? Warum schreibe ich das auf? Was hat mich dahin geführt, dass ich jetzt diesen Text schreibe? Ich weiß allerdings auch, dass das in der Regel niemanden wirklich interessiert. Und dass ich es eigentlich auch einfach weglassen könnte. Irgendein Teil von mir will das aber immer noch erklären, warum dieser Text da ist oder woher das kommt, was ich da schreibe oder woher ich das habe oder sowas. Und ein Weg ist tatsächlich dann am Ende das zu nehmen, diesen Anfang, diesen erklärenden Ansatz und den ganz ans Ende zu setzen. Ein paar Blogartikel von mir gibt es in den letzten Jahren, die enden mit einem Absatz, der heißt Hintergrund. Der ist manchmal genauso lang wie der ganze Text, aber es muss eigentlich niemand lesen, weil da nur die Geschichte, das Making-of quasi dahinter erklärt wird. Umgekehrt. Bisweilen glaube ich, irgendwas so lange erklären zu müssen, dass ganz am Ende erst der eigentliche Inhalt, der Kern, die Hauptaussage kommt. Und das kann man auch versuchen umzustellen und tatsächlich am Ende zu sagen, man nimmt dieses Ende und stellt es ganz an den Anfang. Dann kann man immer noch viel erklären.
Aber für die Leute, die vielleicht nur die Hauptaussage wissen wollen oder danach schon merken, interessiert sie gar nicht oder wissen sie schon längst, müssen dann ja nicht lange weiterlesen. Also, Hauptaussage am Ende kann vielleicht ganz am Anfang stehen. Große Rechtfertigung und Hinführung, die am Anfang steht, kann vielleicht ganz raus. Und wenn sie nicht raus kann, kann sie wenigstens das Ende. Mich interessieren natürlich weitere Tipps. Schreibt die da unten drunter. Und schreibt mir sehr gerne auch, ob ihr das Letzte, was ich erklärt habe mit Punkt 12, mit Anfang und Ende, erstens verstanden habt, zweitens auch kennt und drittens besser damit klarkommt als ich.